Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Explain 11. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind wieder unterwegs, starten heute mal wieder in Berlin, aber nicht einfach nur in Berlin, sondern wir starten natürlich in Berlin-Tegel. Und ja, wer natürlich gut günstig shoppen war, der konnte natürlich ordentlich was sparen in diesen Lunar Moon Sales auf Steam. Und da habe ich natürlich auch zugelangt und habe mir dementsprechend zwei Flughäfen gekauft. Einmal natürlich Tegel und einmal natürlich den Schönefeld. Und die wollen wir uns heute beide mal so ein bisschen anschauen. Fliegen das Ganze mit der Beechcraft, mit der Kingsair C90 und bin mal gespannt, wie das Ganze funktioniert. Währenddessen habe ich natürlich auch wieder, ein bisschen Flugzeit investiert. Mittlerweile bin ich jetzt bei 60 Stunden circa innerhalb von 2 Wochen. Ich glaube, das kann ich gut sehen lassen. Und natürlich habe ich mich schon ein bisschen reingesetzt, wie das Ganze mit dem Modding und alles, was funktioniert. Und eine Boeing kriege ich auch schon gestartet und kann damit auch schon fliegen. Also ihr seht, ich mache Fortschritte und freue mich natürlich immer, wenn ich hier so ein bisschen was präsentieren kann. So, als erstes wollen wir uns natürlich erstmal Flughafen Tegel anschauen. Und so sieht das Ganze halt dementsprechend aus. Wer ja natürlich vorher das Ganze gesehen hat, der weiß, dass das Ganze nicht echt Daten waren. Ja, also das waren halt Gebäude platziert, die halt nichts mit diesen Flughäfen so zu tun haben. Und jetzt aber sehen wir hier das Ganze, wie hübsch eigentlich doch der ganze Flughafen aussieht. Oder auch nicht. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. So, hier hinten kommen wir rein. Ne? Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel nach Tegel fahren wollt oder müsst, weil ihr jetzt abfliegen müsst, ja, dann kommen wir hier natürlich hier raufgefahren. Das ist hier ein absolutes Wirrwarr hier drin, hier zu fahren. Und hier sehen wir, ne, Berlin, Tegel, Otto, Lilienthal und haben natürlich hier die ganzen Auffahrten, den Tower, das ganze Abfertigungsgebäude hier, sowie natürlich die ganzen Riesenstellplätze von Flugzeugen. Und auch hier kommt eine ganze Latte mit dazu. Na, wir haben hier Germanwings, DHL und was haben wir hier noch? Was ist das? ATI, nicht zu verwechseln mit der Grafikkarte. Eine KLM steht hier auch rum. Also von daher, ihr seht, ne, das sieht schon deutlich schön aus. Also man muss schon sagen, also 30 Euro für einen Flughafen tatsächlich ist mir noch ein bisschen zu viel. Was habe ich bezahlt jetzt? 20 oder 15 Euro, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ich finde, dafür geht es dann wieder in Ordnung, ne? An sich, Tegel ist eigentlich ein sehr, sehr räudiger Flughafen, meiner Meinung nach. Stehplätze hast du eigentlich so gut wie gar nicht hier, ja. Also hier ist wirklich nur schnell rauf und wieder schnell raus hier, ne? Haben wir hier eine Parkkolonne von Mercedes-Autos, das scheint hier irgendwie ein Verleiher zu sein. Und natürlich hier ein fettes, dickes Parkhaus hier. Steht denn da noch? Ist das ein Golf? Ein Golf GTI? Nee, ist ein Audi A3, was soll das wahrscheinlich darstellen? Ja, sonst, gehen wir mal ein bisschen weiter hoch, würde ich sagen, damit wir uns das Ganze mal so ein bisschen im Überblick mal so angucken können. So, das ist er. Also, das ist Berlin-Tegel. Ja, also, das sieht schon hübsch aus. Wie gesagt, dafür lohnt sich das Ganze, denn wenn man halt ein bisschen Geld investiert. Und man muss auch sagen, es ist jetzt halt nicht nur so, dass jetzt nur wirklich der reine Flughafen jetzt gebaut wurde. Also speziell jetzt zum Beispiel beim Schönefeld-Flughafen ist es so, da wird auch ein bisschen Umland halt noch mit dazu gesetzt. Also das finde ich schon ganz, ganz praktisch. Wir haben hier zwei Start-Landebahnen, ihr seht es. Da hinten haben wir noch ein bisschen Hangar-Zeugs, ja, dass wir da auch noch mal kurz mal schnuppern können. Oder umfliegt was. So, ne, da komme ich auch noch mal ein bisschen hin. Und das Ganze, ja, ich muss dazu sagen, ich bin selbst noch nie abgeflogen von Tegel. Ich weiß gar nicht. Doch, ich bin abgeflogen von Tegel. Aber das ist jetzt ja mittlerweile auch schon 15 Jahre her oder sowas, dass ich das letzte Mal geflogen bin. Also, ihr seht, es ist eine gut viel Zeit. Ja, wie gesagt, das Ganze kostet irgendwie was mit 25 Euro, 30 Euro, irgendwie sowas. Muss man sich halt überlegen, ob einem das halt wert ist, ne? So, wir wollen jetzt aber zu unserem Flieger. Flieger, wo ist er? Wo haben wir den denn? Der muss hier irgendwo am Gate stehen. Flieger? Hallo, Flieger? Da sind wir. So, das ist unsere Kingsair. Die ist tatsächlich ein bisschen schwer aufzurüsten. Also ein bisschen schwerer aufzurüsten. Was heißt schwer aufzurüsten? Ein bisschen schwerer aufzurüsten. Ja, aber das liegt auch daran, dass wir hier schon eine deutlich größere Maschine haben. Also wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen rübergehen, ist ein Viersitzer und hier ist sogar eine Stewardessen drin. Also das heißt, wir können hier auch ein bisschen angeben. Ja? So eine kleine, hübsche Maschine haben wir hier. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch gleich Schönefeld an. Aber dazu müssen wir uns jetzt erstmal hier ein bisschen aufrüsten. Deswegen hauen wir schon mal hier so ein bisschen die Power rein.
Das können wir hier schon mal alles aktivieren. Und wir brauchen natürlich dieses Zeugs hier. Den Inverter können wir auch gleich anmachen. Können schon mal ein bisschen Benzin pumpen lassen. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal ranzoomen. So. Gut, dann brauchen wir natürlich die Lichter. Das ist erklärt sich natürlich von selbst. So, wir brauchen die Beacons, Strobe. Ja, Tailflug können wir auch anmachen. Habe ich jetzt auch kein Problem mit. Und ja, hier haben wir nur P-Tot. Fehlt uns jetzt hier noch was? RVS ist nicht ready. Kabinendoor ist offen. Ja, ja, externe Power. Externe Power. So. Oh, komm schon. So, haben wir. So, das können wir schon wieder ausmachen hier. So, Elfü, ja, das können wir bestätigen. Kabinendoor ist offen. Externe Power. So, das können wir auch schon mal hier einstellen. So, oh, komm schon. Weißt du. So, das können wir hier einstellen. Das können wir hier einstellen. So. So. Ja, eigentlich müssten wir soweit startklar sein. So, dann wollen wir mal nach hinten die Türen zumachen. Wunderbar, sind alle drin, unsere Leutz. So, jetzt brauchen wir den Wetter muss anbleiben. Ja, das war mir klar. So. Hier haben wir, okay, hier haben wir das Heading und alles was, das werden wir jetzt auch gleich benötigen. Wir werden halt einfach gechillt jetzt ein bisschen rüberfliegen. So, hier können wir ein bisschen anschalten. So. Oh ne, falsch rum. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. So. Jetzt filmen wir jetzt natürlich hier noch die Apparaturen. Waren das jetzt? Das war es jetzt auch nicht. Schade. So, jetzt brauchen wir nur noch Power geben. Das Problem ist, ich sehe gerade nicht. Ist jetzt doof. Ach, hier war das genau. So, da war es. Ja, deswegen sage ich ja, man muss ein bisschen aufrüsten. So, gut. Dann haben wir soweit erstmal startklar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht der Flugkapitän. Ich freue mich, Sie heute an Bord begrüßen zu dürfen.
Momentan wird das letzte Gepäck an Bord verstaut, sodass wir keine Verspätung haben sollten. Ich werde mich später wieder bei Ihnen melden und wünsche Ihnen nun einen angenehmen Aufenthalt an Bord und hoffe, dass Sie den Flug genießen werden. Ladies and gentlemen, good afternoon, welcome aboard from a flight deck. This is your captain speaking. I want to thank all of you for being with us today. We are just getting the last of the luggage stowed on board and we should be departing on time in just a few minutes. I will be speaking to you again later on, so thanks again and enjoy the flight. So, nach E. Oh. Oh. E. D. DB, richtig. Accept, so sieht er aus. Das ist unser Flugplan. Gehen heute auf 5000 Fuß. So. Perfekt, passt. So, das Ganze stellen wir um in GPS. Passt. Gut. Flugplan können wir ausmachen. Da sehen wir die Verbindung. Dauert nicht allzu lange bis daher. Und jetzt kommt was Cooles. Wir holen uns jetzt ein Pushback-Fahrzeug. So. Boden an Brücke. Der Plan ist eingereicht. Bitte rufen Sie mich über das Menü, wenn Sie bereit sind. Dann wollen wir uns den mal holen. Boden an Brücke. Der Schlepper bringt sich in Position. So. May we have your attention, please, for the following presentation about safety on board. Your hand luggage must be placed in the overhead bin or under the seat in front of you. It's forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exits. For safety reasons, the use of any electronic devices is prohibited during taxiing, takeoff, and landing. Personal electronic equipment, such as telephones and wireless transmitting devices, may not be used at any time during the flight. Please fasten your seatbelt now as we're taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened whenever you're seated, until the aircraft comes to a full stop after landing. Whenever the fastened seatbelt sign is on, the use of the lavatories is not permitted. For takeoff and landing, make sure that the back of your seat is in a fully upright position, and that your tables are folded away. Secure infants with the infant's belt, which will be distributed by your flight attendant if needed. This is a non-smoking flight. Smoking is not permitted at any time on board. Smoking in the lavatories is dangerous and will activate a smoke alarm. If cabin pressure is lost, oxygen masks will be released automatically. Pull the mask towards your face and cover your nose and mouth, then help children and other passengers. In case of impact on land or water, position yourself as shown on the screen. You may use either position. To evacuate the aircraft, follow the illuminated escape path markings. The emergency exits are identified by exit signs and are located as shown on the screen and the safety on board card. Your life jacket is located under your seat. Below the armrest. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate your life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap until the life jacket is properly adjusted. If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube.
infant life jackets will be distributed if required. In case of emergency on water, the evacuation slides will serve as rafts. The safety on board card shows the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study the card carefully. In an emergency, you must follow the orders given by the crew. Thank you for your attention. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Kabinenpersonal. Im Notfall müssen Sie sich an die Anweisungen der Besatzung halten. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre personnel de cabine. En cas d'urgence, vous devez suivre les instructions de l'équipage. Nous vous remercions de votre attention. Der Push-Vorgang ist abgeschlossen. Bitte setzen Sie die Parkbremse. Personale di cabina. In caso di emergenza è obbligatorio seguire le istruzioni. Einen kleinen Moment bitte. La ringraziamo per la sua attenzione. So, wir werden hier die hier nehmen. Wenn wir die hier schon mal einstellen. Auf NAV 1. Sehr schön. Wir werden jetzt hier heute mal eine größere Runde fliegen. Ja, also eine größere Runde. Damit wir hoffentlich den IRS-Anflug starten können. So. Warten wir, bis der Kollege weg ist. Und dann geht's auch gleich los. Der Schlepper wurde entfernt. Der Bypass-Pin ist gezogen. Freizeichen gibt's von der rechten Seite. Einen angenehmen Flug. Tschüss. Tschüss. So, los geht's, ab zur Startrollbahn. So, werden wir mal Kurskreisel nochmal hier neu ausrichten lassen, aber war nicht. Ja, wenn wir im Flug sind, werde ich euch natürlich noch ein bisschen was berichten. Ja, also wie gesagt, also Boeing 737 und 747 bekomme ich jetzt gestartet. Fliegen tatsächlich ist auch keine Schwierigkeit. Das Landen, das ist noch ein bisschen problematisch, denn ich habe immer das Problem, dass mein Flugzeug halt immer der Meinung ist, ja, nö, ich komme zwar auf den Boden an, ich will aber nicht bremsen und schieße dann immer permanent dann halt über die Landebahn raus und drehe mich dann und dann, ach Gottes Willen, ja, dass sich das noch nicht aktuell lohnt zu zeigen. Ich weiß auch nicht, wir müssen ja auch gucken, wie wir das denn halt immer machen. Wie gesagt, ich hatte ja das gesagt gehabt, dass wir das denn zukünftig immer so ein bisschen schnippeln werden. Ne? Wie gesagt, auch heute bleibt es mal alles zusammen. Es wird auch nicht jetzt alle zwei Tage eine Folge kommen. Also das ist halt, kommt immer ein, zweimal die Woche. Dachte ich mir so. So, wir fliegen nach 26L. Also können wir den Header jetzt schon auf 26L schalten. Ach, das war ja das gewesen. Stimmt. Ah, das war das Problem gewesen. Genau. Man konnte den hier irgendwie... Das war das Problem. Genau. Na gut, dann stelle ich mir jetzt hier keinen Header. Die hat nämlich hier keinen Regler dran, dass du halt siehst. Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Macht es nachher auch ein bisschen mit dem Anfliegen ein bisschen schwer. Aber... Wäre gelacht, wenn wir das nicht hinbekommen hier. So, ich würde sagen, wir geben uns jetzt mal Freischub hier.
So. Ja. Ist doch okay. Irgendwas haut hier nicht ganz hin. So, die Landing Lights. Wieder klar, weißt du, es ist wieder die Aufnahme und schon funktioniert wieder irgendwas nicht, ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier spricht Ihr Flugkapitän. In wenigen Augenblicken werde ich die Anschnallzeichen ausschalten, sodass Sie sich frei bewegen können. Heute haben wir wieder eine Top-Kabinencrew an Bord, die Sie in Kürze mit unserem kompletten Angebot versorgen wird. Ladies and Gentlemen from the flight deck, I will be turning off the seatbelt signs shortly. We've got a top-notch cabin crew to serve you and they should be able to begin that great service very soon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt haben wir unsere Reiseflughöhe erreicht. Ich hoffe, Sie genießen die Aussicht, denn heute zeigt sich Mutter Natur mal wieder von ihrer besten Seite. From the flight deck, your captain here. Between the world below and some great cloud formations, we have a lovely view outside the aircraft today. Mother Nature at her best. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt habe ich die Anschnallzeichen ausgeschaltet und Sie können sich frei in der Kabine bewegen. Da wir aber trotzdem in unerwartete Turbulenzen geraten könnten, empfehle ich Ihnen deshalb, dass Sie sich genauso wie wir hier vorne anschnallen, solange Sie sich an Ihrem Sitzplatz befinden. Genießen Sie den Flug. Vielen Dank. Ladies and gentlemen from flight deck, I'm turning off the seatbelt signs at this time. However, as we cannot predict when there may be unexpected turbulences ahead, you should always do as we do up front and keep your seatbelt fastened when you are in your seat. Enjoy the flight. Thank you. So. Gut. Jetzt kämpft man hier wieder ein bisschen mit der Höhe, weil er wieder die nicht wirklich hochhalten kann. Also jetzt dreht er ein. So, das Problem ist, ich glaube, da ist er schon. Ich habe ihn gesehen, oder? Versteckt ein bisschen in den Wolken. Können wir jetzt eigentlich hier auch schon... Nee, machen wir später. Gerade mal, ob ich hier noch irgendwas machen muss, eigentlich nicht. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass ich neuerdings ein bisschen komisch schräg fliege.
Aber irgendwas ist auch nicht richtig. Weil er will, dass ich hier die ganze Zeit auf volle Power gehe. Damit diese Lämpchen hier oben ausgehen. So, wir müssen leider jetzt schon. Können wir jetzt Approach anmachen. Problem ist, das wird uns jetzt nichts bringen, weil wir mal hier rauf gucken. Landebahn geht so. Wir werden jetzt hier mal. Oh. Nav ausmachen und werden jetzt selber den Kurs ansteuern. Da ist er. Habt ihr gehört? Dieses. Da. Den Kurs brauchen wir. Deswegen müssen wir jetzt eine kleine Runde mal drehen. Natürlich wäre jetzt eine Karte ganz toll. Na, guck mal. Sind schon ein bisschen doof geflogen. Problem ist, wir sinken die ganze Zeit. Das ist nicht so geil. Approach war aus, ne? Das hatten wir ausgemacht. Ja. So.
Wir sehen halt nichts, ne, vor lauter Wolken. Es funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Wo jetzt aussieht, als ob er sie jetzt hat, scheinbar. Nee, doch nicht. So. Ich glaube, er hatte uns irgendwie. Hat sich auf jeden Fall so angefühlt, als ob er uns irgendwie gerade ein bisschen geholfen hat, so den richtigen Kurs zu bekommen. Ich glaube, es fehlt hier einfach wirklich rein die Erfahrung, wie das halt richtig funktionieren müsste mit so einem Approach. Also wie gesagt, dieses Morsezeichen, das ist wohl richtig. Da sind wir dann auf jeden Fall schon auf der richtigen Frequenz. So, ich stelle mich jetzt erstmal hier jetzt hin, weil die Folge ist schon wieder 35 Minuten lang. So. Gut. Sind auf jeden Fall gut gelandet. Würde ich sagen, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, können wir gleich mal. Jetzt, wie gesagt, nochmal schnell hier mal einen Blick über den Flughafen Schönefeld. Ja, also hier sehen wir schon, das ist er. Flughafen Schönefeld, hier Air Berlin haben wir da und sonst haben wir da hinten natürlich noch ein paar Gebäude und da wollen wir mal hin. Auch dieser DLC, der ist glaube ich letztes Jahr erschienen, wenn ich jetzt nicht alles täusche, 2018.
Und hat jetzt halt praktisch diesen Flughafen mit dazugeholt. Hier sehen wir es, ne? Berlin-Brandenburg Airport, Willy Brandt. Und ja, als Berliner ist natürlich absolut Pflicht, diesen DLC zu besitzen. Ja, wenn man dann natürlich auch mal ein bisschen öfter fliegt. Aber am schönsten finde ich immer noch das hier. Gut, wir rutschen mal hier rüber. Wenn wir jetzt hier so hier hingehen, ne, haben wir so dieses Oldschoolige, so dieses einfach Oldschool Flughafen Berlin-Schönefeld. Ah, ist das toll. Ist das toll. So. Dann können wir jetzt mal hier mal ein Bild machen. So. Schießen wir mal einen Switcher. Wie hatte ich das? Oder so? Nö. Shift, okay. So, ja. Das, wie gesagt, schaut ganz gut aus. Das war also, wie gesagt, unser Flug von Tegel nach, ja, Schönefeld. Und wie gesagt, auch hier wieder, ne, die ganzen Umgebung auch ziemlich gut gemacht gehabt. Ich kann euch sogar zeigen, wenn ich meine Schwester hier mal herbringen muss. Ja, hier haben wir den S-Bahnhof Schönefeld. Wenn ich meine Schwester herbringe, immer zum Flughafen, weil sie wieder nach Italien fliegt, stelle ich mein Auto immer hier. Ich parke immer hier. Hier. Genau hier vor. Hier in der Straße, wo dieser Laden hier ist. Das ist so ein Reiseflugladen, ne? Da kannst du ein bisschen Stusszeugs kaufen, weil ich stelle mich doch hier nicht in diese ganzen Parkzonen hier rein. Der nimmt ein Video auf, das wollte ich gar nicht. Du sollst mir kein Video aufnehmen. Nee, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, packe ich den halt immer da und das ist also, wie gesagt, der Flughafen. Die haben halt netterweise nicht nur den Willy Brandt, sondern auch den alten Schönefeld-Flughafen noch mit reingebaut. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, so, den gibt's ja noch nicht, ne? Also ist auch immer traurig, wenn Mario Barth da mal irgendwas aufdeckt, wieder irgendein neuer Kram, der da wieder nicht hingehört und sowas. Ja, das ist dann mega ärgerlich. Ja. Und als Berliner sollte man sich eigentlich schon schämen dafür. Da haben wir einen BER, Flughafen Berlin-Brandenburg, P7. Ja, Hauptsache Parkdecks bis zum Umfallen sind da hier. Na, dann sehen wir hier, es beginnt hier schon bereits, ja, diese ganzen Gebäude hier. Also das ist doch hässlich, Alter. Leute, kommen. Ja. Aber nur gut, wem es gefällt. Ja. Ich meine, ich glaube, ich war noch nicht einmal da gewesen und habe mir das mal angeguckt. Aber es ist vielleicht auch Schande. Vielleicht sollte man sich das auch gar nicht so groß angucken. Ist vielleicht doch ein bisschen besser. So, da fliegt eine United. Schicke Boeing ist das. So, ich glaube, das ist die 787, ne? So, oder die 777, keine Ahnung. Ne, auf jeden Fall hier Willy Brandt. Ne, auch hier hat man wieder wunderschön den Überblick hier. Schön detailliert alles von Six und hast nicht gesehen. So, wenn wir mal jetzt mal das Ganze von oben betrachten. Ne? So sieht er also aus, der Flughafen Schönefeld. Ja, Leute, das soll es von meiner Seite heute gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht hier mit der Fliegerei hier auf ÖPNV-Simulation. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn euch das Ganze gefallen hat, oder schreibt es auch in die Kommentare. Das Problem ist, ich bedanke mich natürlich auch echt bei allen, die jetzt sagen, hier kommen, wir fliegen mal zusammen eine Runde. Das Problem ist, dass es bei mir zeitlich echt immer nicht passt. Es ist gerade jetzt 12:30 nachts, ja, wo ich das Ganze jetzt hier aufnehme. Das kann man halt mal nicht eben schnell mal hier mal spielen oder aufnehmen. Gerade wie gesagt mit Arbeit und Familie, und ihr wisst selber alle, wie das ist, wenn einem da wirklich ein bisschen so die Zeit fehlt, setzt du dich halt mal schnell mal für 5 Minuten ran, und dann muss es ja auch jetzt diese 5 Minuten sein, wenn das Kind mal kurz schläft oder so, ne? Daher habe ich da echt nicht groß die Zeit da. Aber vielen, vielen Dank für all eure Angebote, und ich muss auch einen Unbekannten danken, der möchte nicht genannt werden. Er hat mir noch ein bisschen was zugegeben hier zu X-Plane, unter anderem das Programm X-Live. Wir haben hier dieses Ground-Handling-Tool. Das Problem ist, das funktioniert jetzt mit unserer kleinen Maschine hier nicht, mit der Kings Air. Das war ein bisschen schade gewesen. Und X-Live zieht übelst an Performance, dass ich das Ganze gar nicht aufnehmen kann. Das ist Wahnsinn. Von daher müssen wir auf X-Live erstmal so an sich verzichten. Aber müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht dann auch nicht einen hochdetaillierten Flughafen nehmen. Aber auch weitere Flughäfen hat er mir gegeben und Flugzeuge.
und so weiter und so fort. Also an der Stelle an den Unbekannten ein großes, großes Dankeschön. Ich glaube, wenn er das Video sieht, weiß er, wer damit auf jeden Fall gemeint ist. Und ja, damit das Video jetzt nicht ganz so lang wird, sage ich jetzt einfach nur Tschüss und bis zum nächsten. Tschüss.